Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Es gibt ein paar News in den Fällen von Marie G. und von Arian. Bei Arian ist es leider oder sind es leider keine News zu seinem Verschwinden direkt, sondern es geht mal wieder um das Ganze, was drumherum passiert ist. Und auch so wie ihr es im Thumbnail ja schon gesehen habt, hat sich der Klavierspieler auf seiner Facebook-Seite wieder mit einer neuen Theorie, sag ich mal, gemeldet. Ich komme vorab einmal kurz auf den Fall von Marie G. zu sprechen. Nicht, dass dieser weniger wichtig ist, aber es gibt dort halt aktuell recht wenig Informationen. Die Ermittler überprüfen ja derzeit, ob der tatverdächtige Thomas B. und offensichtliche Ex-Freund von Marie sie umgebracht hat, und zwar aus Eifersucht. Die Polizei geht nach derzeitigem Stand davon aus, dass Marie wahrscheinlich im Haus des 55-Jährigen in der Oberpfalz getötet worden ist. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft Regensburg hat am Dienstag gesagt, dass es Blutspuren in seinem Haus gibt, und bei seiner Vernehmung hat Thomas B. die Tat allerdings bestritten und behauptet, Marie habe sein Haus leben verlassen und sei weggefahren. Also zu den Blutspuren, da wird mit Sicherheit die Frage auftauchen von euch, ob festgestellt wurde, dass es die Blutspuren von Marie sind. Dazu gibt es anscheinend noch keine Informationen, aber es wurden halt Blutspuren gefunden. Und ich denke mir mal, wenn sichergestellt ist, dass es sich um Blutspuren von Marie handelt, wird es dazu eine Information geben. Die Ermittler gehen vor allem der Frage nach, und die Frage habe ich eigentlich auch, beziehungsweise es sieht auf jeden Fall für mich danach aus, dass Marie sterben musste, weil ihr 36 Jahre älterer Ex-Freund Thomas B. die Trennung nicht akzeptiert hat. Denn vor etwa 4 Wochen soll sich Marie von Thomas B. getrennt haben. Und an diesem Freitag, wo sie zuletzt lebend gesehen wurde, soll sie noch mit ihrem blauen Opel Corsa noch einmal zu ihrem Ex-Freund gefahren sein. Möglicherweise, um letzte Habseligkeiten abzuholen. Und dieses Vorhaben endete tödlich. Es wurde auf jeden Fall festgestellt, dass Marie gewaltsam gestorben ist. Und Mordermittler und Spurensicherer untersuchen seit Tagen jetzt die Doppelhaushälfte des Tatverdächtigen und die Gärten der Nachbarn nach Spuren. Und dort wurden eben auch Blutspuren entdeckt, dann, so wie es aussieht, in dem Haus, in dem der Tatverdächtige wohnt. Der Anwalt des Tatverdächtigen wurde natürlich von Bild auch befragt und er sagte, er wollte erst einmal nichts beantworten, er müsste sich erst einmal die Akten ansehen. Das sind die aktuellen News in dem Fall. Also es sieht nach diesem klassischen Eifersuchtsmord aus. Die Frau hat sich getrennt. Wahrscheinlich war ihr dann doch irgendwie zu alt. Vielleicht hatte sie einen Jüngeren gefunden, mit dem sie jetzt eine Beziehung geplant hat oder so etwas in der Richtung. Wollte dann tatsächlich nochmal ihre Sachen abholen oder er hat sie gebeten zu einer letzten Aussprache. Das kommt ja auch sehr häufig vor. Das Ganze ist eskaliert und er hat sie getötet. Es geht ja bei ihm, so wie es aussieht, erst einmal um Totschlag. Und ja, ich vermute mal fast, dass es auch auf Totschlag hinauslaufen wird, da das Ganze wahrscheinlich in einem Streit eskaliert ist. Also nur meine Gedanken bis dahin. Kommen wir zu dem Fall von Arian. Und ja, da sieht es sehr schlecht aus. Der Polizeidirektor Jörg Wesemann sagte ernüchtert, wir haben gerade nichts mehr und das macht uns extrem traurig. Und das Schlimmste wäre, wenn wir ihn gar nicht auffinden. Also wenn Arian dann wirklich verschwunden bleibt. Und das würde natürlich wieder ein mysteriöser Fall dann werden, wenn ich es mal so ausdrücken darf, der natürlich dann sehr, sehr lange auch auf YouTube bei uns, also bei den Crime-YouTubern, umgeistern wird. Ich packe nochmal ein paar Fakten zusammen, weil es kommen da immer wieder Fragen. Also, die aktive Suche nach Arian wurde vor einer Woche eingestellt. Inzwischen gibt es die Ermittlungsgruppe Arian, die hat den Fall übernommen. Und 5 Polizisten gehen den Hinweisen aus der Bevölkerung nach. Und dort sagte der Polizeisprecher Heiner van der Werp, dass es am Tag mehrere 100 Informationen zum Fall Arian gibt.
Die Hinweise werden ernst genommen und die Ermittler arbeiten diese nach Priorität ab. Und dabei wird dann wie folgt kategorisiert. Eben nach Fakten, Berufserfahrung und Gespür der versierten Ermittler spielen dann natürlich auch eine Rolle. Weiterhin sagt er, dass es eben ein ganz zähes Ermitteln ist und es sind auch deutlich weniger Hinweise geworden. Ja, und die Tipps aus der Bevölkerung sind bunt gemischt. Da melden sich zum Beispiel Menschen, die selbst in ihrem Umfeld mit autistischen Personen zu tun haben. Sie geben dann zum Beispiel Hinweise zum Verhalten des Jungen. Und andere geben dann Hinweise zu möglichen Verstecken. Das heißt es zum Beispiel, schaut da mal auf die Bäume. Dann gibt es auch Meldungen von sogenannten Hellsehern, Heilern oder Spirituellen. Manche glauben, Arian sei in den Bus gestiegen. Andere sprechen von einem vertuschten Jagdunfall. Und solche Informationen, so sagt es der Polizeisprecher. Vermisste Personen werden ja immer überall gesehen, so wie bei Rebecca Reusch, die ja dann auch in Thailand gesichtet wurde. Ja, wie geht's jetzt weiter? Also es wird jetzt noch mindestens 2 Monate weiter ermittelt und eine Kollegin von dieser Ermittlungsgruppe steht dabei auch im Austausch mit der Familie von Arian. Der Kontakt ist da immer noch sehr eng, allerdings wird die Familie nicht mehr polizeilich betreut. Dann kommt in den Kommentaren bei mir ja immer wieder der Punkt, hat Arian das Haus dann überhaupt verlassen? Und da wird dann eben unterstellt, dass die Familie was damit zu tun hat. Durch Bilder aus einer Überwachungskamera weiß die Polizei, dass Arian gegen 19.15 Uhr auf Socken sein Elternhaus verließ. Er ist in Richtung Norden gelaufen und von dort ist die Oste 1 Kilometer und 100 Meter entfernt, also von seinem Zuhause. Am Ufer der Oste wurde ein schuhloser Fußabdruck eines Kindes entdeckt. Und der Polizeidirektor Wesemann sagte in einem Interview mit den Cuxhavener Nachrichten, unsere Hunde haben mehrfach und unabhängig voneinander einen speziellen Punkt an der Oste angezeigt und keinen weiteren. Hinweise auf ein Verbrechen gibt es laut den Ermittlern zwar nicht, doch der Polizeichef Wesemann sagte, natürlich gibt es nichts, was es nicht gibt. Also auf gut Deutsch, man geht davon aus, dass wenn diese Spur tatsächlich von Arian war, er sich dann letztmalig dann dort an der Oste befunden hat. Denn weitere Spuren gibt es nicht. Und man geht eben klar nicht von einem Verbrechen aus, sollte aber irgendwo in den Ermittlungen einen Punkt darauf hindeuten, dass es doch ein Verbrechen sein könnte, dann wird die Polizei natürlich auch intensiv in diese Richtung ermitteln. Weiterhin sagte er, es geht um einen Jungen, der sich in der Natur bewegt hat, in kalten, regnerischen Nächten. Und dass sich alle Spuren Richtung Oste bewegt haben, das kann man leider nicht ausblenden. Also die Spuren von Arian gehen Richtung Oste und dann gibt es keine weiteren Spuren, also keine Spuren, die irgendwie da wegführen oder dass er sich wohl dort längere Zeit an der Oste aufgehalten hat. Dieser Realität muss man, glaube ich, mittlerweile ins Auge sehen. Ich hoffe, ich habe den einen oder anderen Punkt nochmal klarstellen können. Und dann nochmal die Information, ich habe keinen Kontakt zum Ermittlerteam. Ich bin auch nicht irgendwie in diese Suche involviert. Wenn ihr irgendwelche anderen Rückfragen habt, die in dem Video nicht beantwortet wurden, oder wenn ihr Hinweise oder Ideen habt, dann wendet euch bitte an das Hinweistelefon. Die Telefonnummer habe ich nochmal in der Beschreibung hinterlegt. Dann nochmal zum Klavierspieler Davide Martello. Der hat sich auch nochmal auf seiner Facebook-Seite gemeldet. Und zuerst, es war ein Reel und in dem waren mehrere Postings zusammengefasst. Da geht es erst einmal noch um einen Fake auf Facebook, eine Spendenanfrage, aber so ganz genau konnte ich den Kontext nicht erkennen. Anscheinend will er damit ausdrücken, dass eben mit dieser Spendenanfrage, dass das eventuell irgendwie von einem Fake-Account gekommen ist und er damit nichts zu tun hat. Und dann gab es noch 2 andere Postings, die im Prinzip den gleichen Inhalt hatten. In diesem ging es dann darum, dass er wieder eine Nacht am Rastplatz verbracht hat, so schrieb er, dass er sich jetzt gleich hinlegen geht und wenn er dann ausgeschlafen ist, will er bei ein paar Hofladenbesitzern vorbeischauen und persönlich nachfragen, ob die Kassen bei denen letztens nicht gestimmt hat.
Es gibt viele davon und falls man selber einen Hofladenbesitzer nebenan hat, dann soll man einfach anfragen. Denn vielleicht ernährt sich Arian so und verbringt die Nächte in einem der offen stehenden Bauernhäuser. Ja, und wie schon gesagt, der dritte Post in dem Reel hatte eigentlich den gleichen Inhalt. Er muss dieses Reel heute gepostet haben, denn gestern habe ich es noch nicht gesehen. Und jetzt kann ich den Post auf seiner Facebook-Seite auch nicht mehr sehen. Ja, und dann machen wir nochmal weiter mit Doro VW. Ich hatte ja gestern schon gesagt, dass auf den Seiten von Doro VW und von der Burgerbude jetzt nichts mehr anscheinend kommt zum Fall von Arian und die eben jetzt ihre eigenen Sachen wieder posten. Doro muss wohl irgendwie auch der Kragen geplatzt sein, denn sie hat in einem Post ihrer Wut, sag ich mal, freien Lauf gelassen. Und daraus zitiere ich mal. Sie schreibt dort: Ich poste ab jetzt für mich privat, um meine persönlichen Ziele zu verfolgen, ohne im Alleingang spontan eine phänomenale Kommunikationsstrategie für Dritte oder im Einklang mit der Polizei ROW anzuwenden. Diese Nachricht wurde darum von mir persönlich ohne vorherige Ankündigung bei Dritten verfasst. Diese Nachricht geht ausschließlich an alle, die 24/7 Bots, 24/7 Fake-Profile, Fake-Journalisten, möchtegern Autismus-Community-Mitglieder und Künstler, die versucht haben, mich während meiner Medienkampagne und auch darüber hinaus öffentlich oder privat zu bedrohen, zu attackieren, zu beleidigen, mich einzuschüchtern oder die Polizei und mich persönlich für ihre Suchaktionen in die Haftung zu nehmen. In meinem Zuhause, wie auch hier auf meinem Profil, bin ich der Boss und ich lasse nur Menschen rein, die mir persönlich gefallen. Meine persönlichen Freunde teilen meine Werte und die Menschen, die das nicht tun, die lasse ich grundsätzlich nicht in mein Haus. Ich habe, um die Suche nach Arian zu unterstützen, meine Haustür weit geöffnet, mit dem Ergebnis, dass ihr alle gleichzeitig reingekommen seid und mein Haus verwüstet habt. Mein Haus ist jetzt dank euch voll von Menschen, die überall ihren Müll hingeworfen haben, mich bedroht, beschimpft und beleidigt haben. Und private Nachrichten, die ich im Rahmen meiner spontanen, selbst kreierten Kommunikationsstrategie verfasst habe, ohne Zustimmung auf allen Kanälen veröffentlicht habe. Wieder andere sind hereingekommen, die mich in sehr intimen und verletzlichen Situationen kennengelernt haben. Und die jetzt überall Flugblätter verteilen, auf denen mein nackter Arsch und noch so viel mehr zu sehen ist. Also, wenn das tatsächlich jemand gemacht hat, dann ist es nun, würde ich mal wirklich sagen, das Allerletzte. Also, wenn das wirklich wortwörtlich zu nehmen ist, dass dort solche Flugblätter über sie verteilt werden. Weiter schreibt sie: Meine Nachbarn wurden aufgehetzt, die fantastische Arbeit der Polizei durch den Kakao gezogen, potenzielle Geschäftspartner vergrätzt, meine Webseite gesprengt. Freunde belästigt und verängstigt, etc. Ihr habt wirklich nichts ausgelassen. So eine unterirdische und vor allen Dingen dämliche Aktion habe ich noch nie erlebt und ich starte auch keine zweite Runde mit euch. Wenn ich Nein sage, heißt das Nein. Wenn ich Stopp sage, heißt das Stopp. Ihr wisst mittlerweile, dass ich nicht alleine dastehe und natürlich können wir auch eine riesige Juristerei anfangen, um sowohl meinen als auch den Ruf der Polizei in aller Öffentlichkeit vor Gerichten wiederherzustellen. Wenn wir in die Richtung weiterziehen wollen, habt ihr aber deutlich mehr zu verlieren als ich. Mein nackter Arsch ist dank euch schon unwiederbringlich in der Öffentlichkeit gelandet. Ich bin also mit der Übung durch. Euer Arsch ist noch bekleidet, aber glaubt mir, wenn ich euch sage, dass ich von Anfang an mit euch gerechnet habe und dementsprechend plattformübergreifend strafrechtlich relevante Beweise für mich habe sammeln lassen. Während ihr in aller Ruhe und vermeintlich unbeobachtet euren Hokuspokus auf verschiedenen Kanälen öffentlich verzapft habt, haben meine Freunde für mich auf allen Kanälen ermittelt und dokumentiert. Wenn es nötig ist, dann kann und werde ich euch öffentlich die Hosen ausziehen. Im Gegensatz zu manch einem von euch tue ich meine Arbeit nicht im Verborgenen, sondern öffentlich. Ich bin seit fast 20 Jahren selbstständig, spreche mehrere Sprachen und habe überhaupt kein Problem damit, morgen drei Purzelbäume zu machen und woanders auf der Welt mein Glück zu finden. Bei euch sieht das anders aus. Viele sind spezialisiert und viele Menschen, die hier mitgewirkt haben, sind noch sehr jung und in ihrem Leben deshalb wenig etabliert. Insbesondere für die jungen Leute, die da mitgemacht haben, sage ich deshalb eins. Ihr räumt die Scheiße, die ihr überall in meinem und anderen Häusern verteilt habt, jetzt persönlich wieder auf.
Unwissenheit schützt insbesondere die Jüngsten unter euch in Deutschland nicht vor Strafe und viele unglaublich dumme Dinge, die ihr da angestellt habt, können euer Leben für immer verändern. Selbst wenn euch anderweitig suggeriert wurde, ihr seid die Leute, die schlimmstenfalls in aller Öffentlichkeit über die Wupper gehen, dann gibt es auch keinen TikTok-Creator-Spaß mehr, sondern eine wirklich anstrengende Zeit, bei der ihr diesen Punkt wirklich bereuen werdet. So, ich habe relativ viel daraus zitiert, damit ihr auch mal einen Einblick bekommt, was dann bei der Doro abgegangen ist. Ja, und solche Sachen geschehen einem dann, wenn man denkt, man möchte einfach nur helfen in einem Fall und in diesem Fall bei der Suche nach Arian. Man möchte Informationen, die man hat, nach draußen transportieren, damit viele Leute darüber erfahren und die dann auch anhand der Kontaktdaten an die richtigen Stellen weitergeleitet werden. Ja, und dann passiert so etwas mit einem. So sieht es leider aktuell aus. Und es gibt leider viele Menschen, die meinen, sie könnten im Internet machen, was sie wollen. Es wäre anonym, man findet sie nicht heraus. Sie haben ein Fake-Profil und was weiß ich noch alles. Aber Leute, vergesst es. Ich bin echt froh, dass wir, also unsere Community, soweit clean sind. Es gibt da nur ab und zu mal ein paar Ausreißer, aber sowas, was sie da jetzt mitbekommt oder mitbekommen hat, das ist unglaublich. Und die Burgerbude postet ja auch nichts mehr, ne? Die hat ja ansonsten immer die Teile von Doro oder die Postings von Doro weitergeleitet, aber schade eigentlich. Und interessant fand ich, dass sie natürlich auch mal wieder die TikToker genannt hat, die ich ja auch immer wieder nenne, die ja im Prinzip, ja, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, da wird so viel Mist gepostet. Und hier bei YouTube geht es noch, ich habe mich jetzt noch nicht ganz so intensiv damit beschäftigt, was jetzt hier bei YouTube alles über den vermissten Fall von Arian gepostet wird. Aber bei mir könnt ihr sicher sein, das sind reelle Infos, die ich hier poste. Was ich spekuliere, das wird auch als Spekulation von mir ausgewiesen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuhören oder Zuschauen, je nachdem, wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss!